Was geht ab, Leute? Euer Frapsis hier und zwar heute mit einem neuen Video. In diesem Video geht es um all meine Skins, alle Sachen, die ich mir jemals gekauft habe und wie ich normalerweise spiele, also mit welchem Setup, was sind meine Lieblingsskins und vieles mehr. Das Ganze haben sich sehr viele Abonnenten in den letzten Videos gewünscht gehabt, das fand ich eigentlich eine sehr gute Idee, dass ich das Ganze mal halt zeige. Ich bin halt nicht so einer, der jetzt alles kauft, aber ich habe schon die ein oder anderen Dinge hier gekauft und ich mag auch ein paar Charakter sehr sogar und die wollte ich einfach mit euch teilen und ich wollte euch ganz genau mal zeigen, was für ein Typ ich eigentlich bin. Und dann möchte ich mich aber nochmal hier bei euch ganz kurz persönlich bedanken für den übermäßigen Support in den letzten Tagen. Ohne Witz, Leute, der Support ist so krass. Wir haben so viele Abonnenten dazu gewonnen in den letzten Tagen und da muss ich auf jeden Fall nochmal ein Dankeschön an euch ausrichten. Ihr wisst ja, Leute, bei 150.000 Abonnenten wird es ein mega krasses Gewinnspiel geben und das dürft ihr auf jeden Fall alle nicht verpassen. Deswegen jetzt auf den Like-Button hauen und abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts weiteres verpasst. Nun gut, Leute, wir haben schon genug gelabert. Ich würde mal sagen, wir starten mal direkt mit dem Video. Let's go! So, Freunde, wie ihr ja sicherlich sehen könnt, bin ich Level 82. Als erstes möchte ich kurz zu meinem Level eingehen und welches Battle Pass Level ich bin. Also, Leute, ich bin ganz normales Season 3 Level, bin ich 82. Das war auf jeden Fall ein langer Weg bis hierhin. Ich habe auch sehr viele Spielstunden reingesteckt. Hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, wäre ich schon bestimmt so Level 90, denke ich mal, 95. Ist auf jeden Fall ein harter Weg bis hierher gewesen. Beim Battle Pass, Leute, bin ich Battle Pass Stufe 100. Für die, die sich jetzt denken, ja gut, du hast es sicherlich alles freigekauft. Nein, so war es nicht. Ich habe mir dieses eine Battle Pass Paket gekauft gehabt, wo man halt auch noch diese 30 Stufen extra dazu bekommt, weil ich auch wiederkehrender Battle Pass User war, habe ich halt auch dann noch ein paar Bonis bekommen, die ich dann halt genutzt habe und da habe ich halt 30 Level sozusagen extra bekommen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mir bis jetzt alles schon freigeschaltet und zwar den Sensenmann und dann bekommt man halt noch eine Herausforderung und dann bekommt man Gleiter, den werde ich euch aber auch gleich zeigen. Also im Groben bin ich einfach Level 82 und Battle Pass Stufe Level 100. Ich würde sagen, wir kommen mal direkt zu den ganzen Skins bzw. zu all den Accessoires und Extras, die ich so mit mir führe und was ich gerne trage. Ich würde sagen, wir fangen als allererstes mal mit dem Banner an, denn Leute, ihr denkt euch jetzt sicherlich, Fraps, was soll denn der Banner? Beim Banner habe ich natürlich auch viele spezielle Sachen, die man so normalerweise nicht haben kann. Beispielsweise habe ich hier die Gründer-Skins, beziehungsweise die Gründer-Embleme. Das ist, weil ich mir das Rette die Welt-Paket gekauft habe. Und da bekommt man halt die ganzen Embleme halt kostenlos dazu. Und da seht ihr, da sind so einige dabei. Aber am liebsten spiele ich eigentlich mit dem Battle Royale-Skin Küken, Leute. Und das Küken finde ich natürlich richtig krass. Und jeder, der schon ein bisschen länger Abonnent ist, weiß auch, auf jeden Fall, dass wenn man dieses ganze Küken reingemacht hat und mit der gleichen Farbe alles drum und dran, dann gehört man auf jeden Fall zur Küken-Gang. Alle meine Freunde haben auch das Küken mit derselben Farbe und keine Ahnung, ich feiere das Küken, deswegen haben wir einfach hier das Küken ausgerüstet. Natürlich habe ich auch weitere Battle Royale Sachen, die eigentlich sehr selten sind, beispielsweise vom Weihnachtsevent und so weiter, aber ich denke mal, das interessiert euch eher weniger. Also wie gesagt, im Groben benutze ich einfach normalerweise immer das Küken. Ich würde sagen, als nächstes kommen wir zu den Emotes, welche Emotes ich habe, was ich mir so alles gekauft habe und welche ich freigeschaltet habe. Bei den Emotes, Leute, habe ich zum einen den Roboter, den man natürlich im Battle Pass bekommt und zum einer meiner Favoriten gehört auch hier der Raketenrodeo. Diesen konnte man sich damals für 800 V-Bucks kaufen und den Raketenrodeo finde ich auf jeden Fall richtig krass. Dann haben wir besten Kumpel, den sollte man ja auch bereits kennen, ist aus dem Battle Pass, kann man sich natürlich freischalten. Dann haben wir hier der Wurm, ist auch aus dem Battle Pass, aus dem Battle Pass Season 2. Dann haben wir hier Lass es regnen, das finde ich natürlich richtig geil. Money Rain hat damals, glaube ich, 500 V-Bucks gekostet, wenn ich mich nicht irre. Ist auch einer meiner Favorites. Dann haben wir hier Niederlagen passieren. Ist dieser komische Tanz, den ich abgrundtief hasse, weil den so fast jeder benutzt. Aber was wir machen, den nehme ich normalerweise nie mit. Und dann haben wir hier natürlich Old But Gold Pony Ritt, Leute. Ihr wisst Bescheid. Benutzt ja normalerweise jeder, der ja das benutzen kann. Dann haben wir hier Sexy Schräglage. Finde ich auf jeden Fall auch richtig geil. Kann man ein paar richtig geile Trickshots mitmachen. Und natürlich ein paar Menschen oder Gegner, die man umgebracht hat, richtig ärgern. Mein absoluter Favorit, Leute, ist einfach die super Beinarbeit. Ohne Witz. Wenn man jemanden getötet hat und das Ganze hier durchführt, dann regt sich natürlich der Gegner brutal auf. Nicht zu vergessen haben wir auch die Zahnseide. Auch richtig Old But Gold. Die benutze ich eigentlich gar nicht. Die meisten, die ich benutze, ist normalerweise hier Beinarbeit, Sexy Schräglage, Roboter,
dann haben wir Raketenrodeo, dann benutze ich halt nochmal Lass es regnen und dann habe ich halt immer als Emotes einmal das Herz mit und das, also Herz gebrochen und Herz normal mit, falls irgendwie ein paar Randoms mit uns mitspielen, dass man sich mit denen verständigen kann. So viel auf jeden Fall zu den Emotes, Leute. Ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt hier zu den Ladebildschirmen und ich zeige euch mal, welchen Ladebildschirm ich dort normalerweise benutze. Wir haben ja hier so einige Ladebildschirme, ich habe ja alle freigeschalten sozusagen vom Battle Pass her und da benutze ich normalerweise wirklich liebend gern hier dieses bunte Einhorn, weil es mir am meisten gefällt, oder ich benutze eigentlich die Elite-Agentin, aber normalerweise benutze ich immer das Einhorn und deswegen equippen wir das Ganze auch, keine Ahnung, ich finde, es sieht immer ganz cool aus, wenn der Ladebildschirm ladet, meiner Meinung nach eines der geilsten Sachen. Kommen wir zu den Contrails, Leute, da habe ich auch alle vom Battle Pass freigeschalten, zum einen haben wir hier die Blubberblase, dann haben wir hier die Flammen, dann haben wir hier den Regenbogen, Sternstunde haben wir hier und Ultramarin. Am liebsten benutze ich von all denen hier natürlich die Flammen, weil das Ganze natürlich richtig krass aussieht, wenn man damit natürlich einen Sturzflug macht und jeder, der also im Battle Bus abgesprungen ist, sieht und weiß, boah, Digga, der ist auf jeden Fall krass drauf. Kommen wir zu den Hängegleitern, die ich habe. Hier habe ich auf jeden Fall so einige. Fangen wir doch mal ganz unten an. Wir haben hier zum einen die Schneeflocke. Das hat man damals bekommen, wenn man im, ich glaube, Weihnachtsevent gewonnen hat, wenn ich mich jetzt wirklich genau dran erinnere. Ich bin mir wirklich nicht sicher, Leute, aber ich glaube, das war so. Wenn man damals, als das Weihnachtsevent da war, wenn man eine Runde gewonnen hat, dann hat man diesen Regenschirm hier bekommen. Dann habe ich hier noch den Schirm des Gründers. Das ist passiert, wenn man Gründer ist, also Rette die Welt, Gründerpaket gekauft hat und dann halt eine Runde gewinnt. Dann bekommt man auch diesen Schirm hier. Dann haben wir hier diesen Papierschirm. Den bekommt man auch, wenn man jetzt im Moment bei Season 3 bei dem chinesischen Event da eine Runde gewinnt, bekommt man das Ganze hier auch. Dann habe ich hier Hängegleiter des Gründers. Das ist der normale Gleiter, also den man einfach so bekommt. An der Seite können wir so einen Burger sehen. An sich ist er eigentlich ganz cool, meiner Meinung nach. Also ich feiere den ein bisschen, aber benutzen tue ich den eigentlich nicht. Dann haben wir hier den ganz normalen Hängegleiter. Dann haben wir hier den Regenschirm, den man ja bekommt, wenn man eine Runde gewinnt. Dann haben wir hier im Battle Pass Season 2. Hängegleiter ist aber nichts Besonderes meiner Meinung nach. Dann haben wir Royal X, ist auch nichts Besonderes. Dann haben wir hier Kohlefaser. Das ist, ich glaube, ja, das ist der, warte mal, ist das der Hängegleiter jetzt vom Battle Pass oder vom Twitch Prime Skin? Das ist aus dem Battle Pass, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist der ganz cool, sieht ganz schlicht aus und ganz Bad Boy-mäßig. Dann haben wir hier oben einer meiner Lieblings-Hängegleiter, Leute. Und zwar Süßkram, den gab es erst letztens wieder im Shop. Und meiner Meinung nach sieht der am geilsten aus, weil der ist so schön rot-knallig. Da würde man gerne mal reinbeißen. Also meiner Meinung nach ist das Ganze auf jeden Fall richtig geil. Dann haben wir den Regenbogen-Fallschirm, den man ja auch ganz normal bekommt im Battle Pass. Dann haben wir hier blaue Streifen, das ist der PS Plus-Skin-Hängegleiter. Und hier haben wir den Twitch Prime Skin Hängegleiter. Und zwar Slipstream. Sieht auch ganz cool aus. Ist ein bisschen schlicht. Oben ein bisschen Tarnmuster. Ein bisschen lila noch dabei. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Dann haben wir hier diesen Disco-Hängegleiter. Ist ja auch vom Battle Pass Season 2. Dann haben wir hier Bear Force One, Leute. Den habe ich sehr gerne benutzt eine Zeit lang. Aber das Problem bei diesem Hängegleiter ist einfach, wenn ich ein Jump-Pad benutze und Gegner attackieren möchte, ist das Problem einfach, dass die Gegner einen sehen, wenn man da mit so einem riesengroßen Bären auf einen zugeflogen kommt. Also deswegen benutze ich das Ganze lange nicht mehr. Und dann haben wir hier nochmal Am Limit. Das ist dieses Auto von John Wick, dass man sich dann freischalten kann, wenn man Battle Pass Stufe 100 erreicht hat, hat man noch hinten so einen Heckspoiler, ist geil, wenn man das Ganze aufmacht, Leute, kommt noch ein Motorensound, feiere ich auf jeden Fall brutal und im Moment spiele ich mit dem hier liebend gern. Kommen wir zu den Spitzhacken, die ich mir erworben habe. Da habe ich zum einen hier diese taktische Spaten. Ist auch ganz okay. Kam dem letzten Mal rein. Sah halt interessant aus. Habe ich mir gekauft. Habe ein, zweimal benutzt. Dann nie wieder. Dann haben wir hier den Skischuh. Den habe ich auch oft benutzt. Aber mittlerweile benutze ich ihn nicht mehr. Ist irgendwie ausgelutscht. Battle Pass ist das ja. Das gehört auch zum Battle Pass. Dann habe ich hier die Pampelhacke. Habe ich mir auch gekauft gehabt. Ich feiere das irgendwie. Ist eine coole Idee gewesen. War ja so eine Sache zwischen Ding Ninja und Epic Games, ist lange Geschichte auf jeden Fall, muss man nicht wissen. Dann habe ich hier noch diese Imperiumshacke, sieht auch richtig geil aus, aber benutze ich auch zu selten, habe ich vielleicht 2-3 Mal benutzt. Dann haben wir diese ganz normale Axt, die man auch bekommen kann beim Battle Pass. Dann habe ich hier meine Lieblingsaxt, Leute, und zwar den Regenbogenwucht.
Ich feiere diesen ganzen Schläger hier. Das ist cool, Leute, weil wenn man über 2 Kills hat, leuchtet nämlich das Horn von diesem einen Horn. Feiere ich auf jeden Fall. Also mir gefällt das Ganze. Deswegen spiele ich mit dem Lieben gern. Dann haben wir den kleinen Mampfer, den habe ich auch eine sehr lange Zeit lang benutzt. Ist so ein Hai einfach an einer Harpune. Sieht cool aus, aber benutze ich leider nicht mehr, weil einfach dieses Regenbogenlama jetzt mittlerweile mein Favorite ist. Dann haben wir den Bleistift, den man ja auch im Battle Pass bekommt. Ist auch eine richtig coole Spitzhacke. Dann haben wir diesen komischen Arm von einem Space Shuttle und AC/DC, Leute. Das waren eigentlich alle meine Spitzhacken. Am liebsten, wie gesagt, benutze ich die Regenbogenwucht, weil es einfach ein richtig geiler Schläger ist. Als nächstes, Leute, kommen wir endlich zu den Outfits. Die Rückenaccessoires zeige ich euch später, weil es würde keinen Sinn machen, wenn ich euch erst die Rückenaccessoires zeige und dann die Outfits. Deswegen kommen wir doch mal direkt zu den Outfits. Was haben wir denn dort? Fangen wir doch mal ganz unten erstmal an. Wir haben hier einmal den PS Plus Skin, den man sich ja kostenlos holen konnte damals, wenn man PS Plus Mitglied ist. Dann haben wir hier einen Battle Pass Stufe 2 Frau, die Ritterin haben wir hier, dann haben wir hier den ganz normalen Standardritter, den man auch bekommt, wenn man Battle Pass Season 2 mit dabei war, dann habe ich hier den Rostmeister, diesen habe ich hier gekauft, den Knight Rider, ist auch ein richtig cooler Skin, richtig schlicht gemacht, richtig cool gehaltener Skin meiner Meinung nach, mit dem spiele ich auch liebend gerne, aber das ist nicht mein Favorite. Dann, Leute, haben wir hier drüben die ganz normale Astronautin in Weiß. Dann haben wir hier diesen Standard Battle Pass 3 Charakter, diesen Astronauten. Finde ich jetzt nicht so cool. Die zwei Charakter benutze ich gar nicht eigentlich oder habe ich noch nie benutzt, weil irgendwie nerven die mich. Wenn so Leute mich töten, raste ich halt immer normalerweise aus. Dann haben wir hier so eine Funkelspezialistin, haben wir auch im Battle Pass Stufe 2 bekommen gehabt. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, aber das Problem hierbei ist einfach, dass man wie so ein Weihnachtsbaum einfach durch die Gegend läuft und jeder sieht einen. Dann kommen wir auf jeden Fall zu einem meiner Favorite-Charakteren und zwar geht es hierbei um die Elite-Agentin. Meiner Meinung nach richtig schlichter Skin, der aber so geil gemacht worden ist, dass man sehr schwer erkannt werden kann, wenn man irgendwo draußen in der Wildnis rumläuft. Deshalb ist das auch einer meiner Lieblingscharakter, aber noch nicht der beste. Als nächstes habe ich hier diesen komischen Twitch Prime-Skin-Typen, den normalerweise niemand benutzt, weil, keine Ahnung, ich finde den nicht so cool wie den anderen Twitch Prime-Skin. Das ist ja der hier, also das ist ja hier der Havoc. Das ist ja sozusagen, die waren ja beide mit dabei gewesen und da finde ich den Havoc tausendmal geiler als diesen Typen hier, den spielt normalerweise keiner, aber naja, ich habe ihn bis jetzt nur einmal gespielt gehabt, sonst nicht. Wenn man in Season 2 damals Level 100 erreicht hat, hat man halt den schwarzen Ritter hier bekommen gehabt und den feiere ich eigentlich auch, das ist immer noch mein Favorite so, kann man schon mal sich geben, kann man ab und an mal spielen, aber so jetzt die ganze Zeit bockt das Ganze auf jeden Fall nicht. Aber Leute, was ich sagen kann, was cool ist, ist dieser T-Rex hier, wenn man damit natürlich rumläuft, ärgert es halt so einige Leute da draußen. Was ich ein bisschen schade finde, viele Leute, die das Ganze hier gekauft haben, spielen nicht so oft damit. Viele, auch ich muss ich ehrlich gestehen, haben sich den ganzen Skin hier gekauft gehabt, nur damit die den Rucksack bekommen, weil ich bin halt so ein Rucksacksammler, weil ich liebe es, wenn man diese ganzen Rucksäcke auf andere Charakter drauf macht, dann hat man so ein bisschen anderen Skin und es sieht manchmal richtig cool aus. Kommen wir zum nächsten Charakter. Das hier, Leute, ist mit eines der seltensten Charakter in Fortnite und zwar der Raptor, weil den Raptor haben damals einfach nicht so viele Leute gekauft, weil er sehr teuer war. Aber der Raptor ist einer meiner Favorite-Charakter und einer meiner ersten Charakter, die ich damals mit Geld erworben hatte. Aber ich feiere diesen Skin irgendwie, ist halt was komplett anderes und man muss auch ehrlich gestehen, den haben gar nicht so viele. Den nächsten Skin habe ich mir eigentlich nur gekauft gehabt, also das ist der Liebesranger hier. Den habe ich mir damals nur gekauft gehabt, damit ich die Flügel auf meinen anderen Charakter rüberholen kann, weil ich feiere die Flügel, aber den Ranger hier feiere ich eigentlich gar nicht. Ist nichts für mich, meiner Meinung nach, also den feiere ich nicht, habe ich noch nie mitgespielt, ich habe den nur gekauft wegen den Flügeln. Mein absoluter Lieblingscharakter, Leute, ist einfach diese Kuschel-Oberbeauftragte oder wie die komische heißt, aber Leute, mit dem spiele ich einfach sau gerne, weil den haben auch sehr wenig Leute gekauft damals, aber der ist so cool, vor allem wenn man hinten die Flügel von dem Engel drauf macht, sieht das Ganze so cool aus, Leute, glaubt mir, diesen Charakter würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, den zu kaufen, falls er noch einmal in den Shop online kommt, also das hier ist mein absoluter Favorite-Charakter. Es gibt keinen, der noch besser ist oder mit dem ich noch liebend gerne spiele, als mit diesem ganzen Kuschelbär hier.
Den Havoc-Charakter habe ich euch bereits gezeigt, deswegen skippen wir den. Dann habe ich hier nochmal den dunklen Reisenden. Der Astronaut ist auch richtig cool, aber spiele ich irgendwie nicht so oft. Und dann haben wir als letzten den Sensenmann, was auch ganz okay ist. Aber ich spiele diese ganzen Charakter nicht. Ich spiele halt oftmals diese Kuscheloberbeauftragte mit diesem Rücken hier. Rückenaccessoire, also hier die Engelsflügel. Sieht meiner Meinung nach richtig cool aus. Und dann kann ich euch ja mal direkt zeigen, was für Rucksäcke ich so habe. Ich habe hier ganz normal die Schilder von den Rittern habe ich hier. Dann haben wir diesen ganz normalen Rucksack, den man freischalten kann in der derzeitigen Season. Wir haben den Astronautenrucksack in weiß, kennt man ja. Dann habe ich nochmal das Schild von dem schwarzen Ritter. Habe den T-Rex-Rucksack, was auch hier auf dem Teddybär richtig cool aussieht, meiner Meinung nach. Ich habe den Rucksack vom Raptor, was auch richtig cool aussieht. Man hat da so eine Schaufel und so weiter. Dann habe ich vom Twitch-Skin auch einen Rucksack, was auch richtig cool aussieht. Mit diesem komischen, ja, mit dieser Bombe da am Rücken. Sieht voll cool aus, meiner Meinung nach. Der Standard, ja, Rückendingsbums, Rückenschleife. Also das, oder sagen wir es so. Dieser Rucksack gehört normalerweise diesem Tier hier, also diesem Teddybär. Also normalerweise sieht der Charakter so aus mit dieser Schleife hier. Aber ich spiele den nicht mit der Schleife. Mit der Schleife ist nicht so cool. Und wir haben hier noch den dunklen Materie-Rucksack. Aber immerhin bleibt das hier mein Favorite. Weil, Leute, wir können uns ja mal die anderen Charakter anschauen. Beispielsweise der Sensenmann mit den Flügeln sieht richtig cool aus. Oder hier der Raptor sieht auch brutal cool aus. Also fast alle Charakter, wo man das Ganze hier drauf macht, sieht richtig cool aus. Also meiner Meinung nach etwas, was unbedingt sein muss. Also wenn ihr euch das Ganze noch nicht gekauft habt, dann müsst ihr das auf jeden Fall jetzt tun, Leute. Und im Grunde soll es aber auch schon hier mit dem Video gewesen sein, Freunde. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Zeigt mir doch mal eure Skins, beziehungsweise listet eure Skins unten in die Videobeschreibung. Und Leute, schreibt mir doch mal, welcher eurer Favorite-Charakter ist. Und jeder, der bis hierher geguckt hat, der schreibt mal Hashtag Kükengang unten in die Videobeschreibung oder in die Videokommentare, nicht in die Videobeschreibung. Also Leute, Hashtag Kükengang unten in die Videokommentare, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Lasst mir auf dem Video hier gerne mal ein Like da, vergiss nicht zu abonnieren und dann würde ich aber auch sagen, Leute, haut rein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, get in with the flow, euer Fraps. Ciao.